Moin Moin Kradugana und herzlich willkommen zu unserer neuesten Abschlachtrunde. Die Runde läuft schon 30 Sekunden, ich muss mich beeilen, denn die Runde endet gleich. Gespielt hier die Königsberg von Miss USS Missouri 63.1 mit dabei Turbine Black Eye 09. Los geht's. Ich gerade heute wieder vergessen, das Hut anzumachen. Es ist zum Kotzen, ich hasse diesen Bug. Bam, anwenden. Los, wir müssen uns beeilen. Da hinten ist noch Omaha. Wir haben viel zu viele DDs, viel zu viele U-Boote, zu wenig Schlachtschiffe. Das alleine wird für ein unglaubliches Ungleichgewicht sorgen und dass diese 300 Punkte da oben ganz schnell verschwinden. Da hinten sehen wir den Nikolas auf 9 Kilometer. Bam, los geht's. Turbinen-Action. Ich habe übrigens Blödsinn erzählt. Wir sehen hier gerade Black Eye in der Black Eye 09 in der Turbine zu und sein Kumpel USS Missouri ist dabei. Sorry, habe mich gerade verguckt. Kann man ja mal in dieser Geschwindigkeit hier. Geht ja gar nicht anders. Nikolas wird schon runtergeballert. 2000 Leben schon verloren. Nikolas Nebel noch nicht. Ist immer noch. Ist überhaupt nicht mehr offen. U-Boot ist abgetaucht. Darum ist er wohl nicht mehr offen und er hat die Kanne jetzt nicht mehr sehen. Aber auch egal, dass hier Kasta. Bam. Der Nu Cupcake kriegt jetzt auf den Sack. Da, Nikolas wieder offen. Bam, du musst noch 6000 leben. Die ersten Tops sind unterwegs. 2500 Damage-Spuren schon gemacht. Nikolas halb down. Akasa 20, 10% irgendwie so verloren. Nikolas nebelt jetzt. Fährt viel zu schnell weiter. Fährt aus seinem Nebel dadurch dauerhaft raus. U-Boot spottet ihn wahrscheinlich von der Seite noch. Ja, ist noch offen. U-Boot ist aber immer noch abgetaucht. U-Boot taucht auf. Dann würdest du ihn aufmachen. Immer so nebenbei. Da hinten haben wir die Omaha. 7,9 Kilometer. Königsberg. Bam, 9,4 Kilometer. Schlachtschiffe nicht groß vertreten. Ein Schlachtschiff haben wir hier, oben ist die Viribus, wir haben die König. Heißt, die Kreuzer könnten hier eigentlich längere Zeit überleben. Zwei Minuten fast auf der Uhr. Diese Runde, meine Freunde, ist schon zur Hälfte vorbei. Die ist schon zur Hälfte vorbei. Und Nikolas ist down. Bam, Kamikaze durch den Brand, hat ihn gekillt. Bam, Akasa ist down, durch ihr Egletops, gestorben. Mein Gott, jetzt geht's los hier. Nikolas, die... Oder eine andere Nikolas. Nikolas, 2400 leben bloß noch. Eine andere Nikolas? Okay, irgendwo ist noch ein Nikolas gestorben. Bam, Omaha, wird jetzt schon beschossen. Er steht hier chillig mit der Turbine. Übrigens ein sehr geiles Schiff. Steht jetzt hier hinter der Insel, geht nicht auf. Doch, jetzt aufgegangen. Oh, die Nikolas, die will wieder pushen. 2500 Leben, da kann man die Nikolas auch nochmal reinfahren. Man weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich, weil man mit den Torpedos arbeiten will. Aber das bringt ja nichts mit der Nikolas, weil die sind scheiße. Nikolas, da willst du eigentlich auch schon ballern. Nebel zünden, ballern. Zwei Torptreffer, geil. In irgendwas rein. Königsberg hat zwei Torps gefressen. Dürfte so gut wie down sein. Nikolas ist jetzt down. Das war der dritte jetzt schon. Die Gegner haben bloß noch 200 Punkte. Knappe 2 Minuten 50 auf der Uhr. Bam. Omaha pusht jetzt auch rein. Warum auch wegfahren? Man kriegt auf den Sack. Man hat bloß noch 10.000 Leben. Scheiß drauf. Rein da. Bam. Abgefackelt. 4 Treffer. Omaha so gut wie down. Punkte technisch immer noch 200 Points. 3 Minuten durchbrochen. Britannia ist da hinten. Königsberg ist down. Das war die im Nebel. Ist jetzt tatsächlich Geschichte. Und Omaha ist so gut wie weg. Gegner haben bloß noch 150 Punkte. 150 Punkte. Wo Abschlachtrunde? Wo Abschlachtrunde? Hier ist doch noch... Ist doch alle. Und der nächste ist tot. Okay, 5 Leute bei den Gegnern down. 100 Points plus noch. 2 müssten noch sterben, damit diese Runde endet. Hier unten jetzt recht unwahrscheinlich. Britannia und Königsberg ist tot. Okay, hier unten recht unwahrscheinlich, denn Britannia hat halt sehr, sehr viel Leben. Der ist jetzt nicht so schnell tot. Sehr wahrscheinlich hier die V-170. Die T-22 steht genau daneben. Top sind unterwegs und... Nee? Okay. Dauert wohl noch ein bisschen. Gut, muss die Britannia halt doch dran glauben. Torpedos sind und ist down. Und das war immer noch nicht die Runde. 5 Points sind noch da. Die haben noch gar nicht gewonnen. Was los? Bei 2 Minuten war es nicht knapp die Hälfte. Ich wurde spart, ist vorbei. Kongo down. 8 Leute. 8 Leute. In knapp 4 Minuten. Das ist irre, Alter. 3 Minuten 56. Autsch. Autsch, Autsch, Autsch. Aber hey, gute Runde. 890 Grund-EP. Woo! Gott, die Gegner, da darfst du gar nicht hingucken. 82, 83, 84. Das ist ja lustig. Die haben sogar gleich viel hier. Die müssen jetzt... Nee, ist gar nicht die Divi. Hier ist die Divi. Die beiden haben sogar gleich viel. 159, 192, 215. Einer hat über 300, das U-Boot. Autsch. Einfach nur ouch. Ich finde da ouch. Wir haben sogar ein Schiff verloren. Wir hatten sogar Punkte. Darum brauchten sie auch 8 Kills. Wir hatten sogar Punkte technisch. Bisschen zurückgeholt, weil sie die Kotowski halt gekillt haben. 3 Minuten 56. Auf einer Skala von 1 bis 10 Black Eye. Erzähl mal, wie sehr hat dir diese Runde gefallen? Meine 800 Grund-EP ist nett. 25.000 für eine Turbine ist auch okay. War jetzt nicht das Schlimmste, hätte schlimmer sein können. Aber ich gehe mal stark von aus, Credit Booster hat 20% drauf, Schiffs-EP hat er 100%, Kapitäns-EP sogar 200% drauf. Ich weiß ja nicht.
Da ärgert man sich doch vielleicht ein bisschen, dass die Boni weg sind. Übrigens wäre immer noch dafür, eine Petition zu starten, dass alle Runden unter 8-9 Minuten, dass man da die Boni behält, ganz ehrlich. Gibt in meinen Augen keinen Grund, warum man für solche Runden die Boni verlieren sollte. Wirklich nicht. Heftig. Heftig. 4 Minuten. 4 Minuten. Die Gegner haben sich alle nur weggeschmissen. Klar, hier müssen wir jetzt dazu sagen, das ist sind die unteren Stufen. Hier ist T5, hier ist T6. Das ist der Welpenschutz nachher auch schon vorbei und da kommst du halt in die normalen Runden auch rein. Hast du denn auf einer Seite, sag ich mal, 6, 7, 8 Anfänger, die vielleicht gerade mal 200, 300 Runden haben. Auf der anderen Seite hast du viele erfahrene Leute wie Blacker und Missouri wahrscheinlich auch sind. Oder halt T22 und Eckle. Machst du halt auch Damage ohne Ende, den killst du die Leute so nebenbei. Ihr habt es gesehen, DD greift immer wieder an, fährt nach vorne, will Torben, Kreuzer mit wenig Leben, lenkt wieder rein, will wieder an die Front und schmeißt sich dadurch auch weg. Und wenn du das alles denn hier mal hochrechnest, projizierst auf die anderen, passiert es halt mal. Wieso die Kongo jetzt so schnell auch tot war, weiß ich nicht, keine Ahnung. Sogar Silberspieler, Silberliga, vermute mal durch Torps irgendwie doof krepiert, irgendeiner muss ihn ja hier völlig vernichtet haben. Die Bretagne hätte noch ein bisschen überlebt auf der Seite, aber alles andere direkt weggeschmettert. Holy shit. Was für Damage-Spitzen, was für ein, ja, was für eine Runde. 3 Minuten 56. Da habe ich in manchen Runden, da bin ich danklich noch nicht mehr in der Runde angekommen, bin ich noch in der letzten, weil ich gerade rummecker, wie blöd die letzte Runde war, als Idioten. Oh, Zahl des Teufels. Da frage ich mich doch noch, what the fuck, Alter, was ist letzte Runde passiert, warum war die Runde so scheiße, denn komme ich langsam in die neue Runde und man beginnt dann und irre, einfach nur irre. Als Zerstörerfahrer kannst du, sogar noch plus gemacht, 115.000, goal. Als Zerstörerfahrer kannst du tatsächlich auch in solchen Runden, weil du schnell vorne an der Front bist, wenigstens noch ein bisschen was mitmachen. Gerade als Schlachtschiff, klar kannst du von hinten ein bisschen mit draufschießen oder als Kreuzer baut sich das aber alles immer erst so auf. U-Boote sowieso. Klar ist U-Boot da ganz oben. Guck mal, hier das U-Boot, die beiden. Wenn U-Boot da die ersten Torps rausgefeuert hast oder dich auf eine Position gebracht hast, wo du entspannt torpen kannst oder vielleicht mal ein Torp auch ankommt, ist die Runde ja auch schon vorbei. Gibt hier keine wirklichen Gewinner. Kann man nicht anders sagen. Klar, 890 Grunde P ist nett, aber man will doch mehr. Man will doch mehr mit seinem Body, die man da mitnimmt. Man will nicht irgendwie bloß so ein bisschen haben. Oh, anstrengend. Ach, ich wüsste doch gar nicht, was wir hier ändern sollten. Also Minuspunkte, es waren 4 Leute noch am Leben. Selbst wenn jetzt das in die Minuspunkte gegangen wäre, dadurch die Runde nicht beendet wäre. Was hätte das verändert? Diese 4 Leute wären wahrscheinlich jetzt auch krepiert in den nächsten 1-2 Minuten. Der hätte erste hier vielleicht statt 1100, vielleicht 1300. Yay! Und der Rest, vielleicht hätte das U-Boot der nicht 59, sondern vielleicht 98. Auch kein großer Unterschied. Aua, 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 was eine extreme Runde. Black Eye und auch an dein Kumpel Missouri. Ich hoffe mal, solche Runden habt ihr nicht allzu oft. Und wenn ja, spielt ihr einfach zu gut, kann man nicht anders sagen. Ah, Leute, alle mal in die Kommentare jetzt ein ordentliches Rip an die beiden für diese Kackrunde. Wenigstens haben sie gewonnen. Und Black Eye und Missouri, ihr dürft auch gerne kommentieren. Denn bitte auch dazu schreiben, dass ihr das seid. Und schreibt gerne mal unter, wie hat euch die Runde gefallen? Erzählt doch mal, Skala von 0 bis 10. Bewertet doch mal ein bisschen, lasst ein bisschen Feedback da. Würde mich freuen. Bewerten nicht vergessen, fleißig kommentieren. Sehen wir uns schon bald wieder in der nächsten Abschlachtrunde. Du hast selber mal extreme Runden. 3 Minuten, 4 Minuten. Kannst du mir gerne schicken an teamkrado@googlemail.com. E-Mail findest du unten in der Videobeschreibung. Haut rein.